Schaumrollen, Grillwürstel, Ringelspiel, Standelmarkt und Volksfeststimmung. So sieht Kirtag aus und in Altmünster dauert der sogar ganze 4 Tage lang. Das Schöne bei uns ist das Miteinander, ob das jetzt Schausteller, Fahrgeschäft oder die ganzen Vereine sind, das funktioniert ganz gut miteinander und auf das ist man besonders stolz. Was man auch nicht vergessen darf, sind so die heimlichen Engel von dem Ganzen. Das ist bei uns von der Marktgemeinde der Wirtschaftshofleiter, der das macht. Die müssen ja schauen, dass in der Früh dann wieder alles aufgestellt wird. Das sieht keiner, also den möchte ich besonders auch noch mal erwähnen. Aus einem Viehmarkt vor über 400 Jahren, zu Zeiten von Maria Theresia, hat sich jetzt in der 9900 Einwohnergemeinde im Salzkammergut ein echtes Veranstaltungshighlight etabliert. Das ist einfach eine Institution, die was man besuchen muss, wenn man da vor Altmünster ist vom Gemeindegebiet, dann ist es ein Pflichttermin. Also am Kirtag hat man sowohl das Einkaufserlebnis mit den Standeln, als wie auch den Vergnügungspark und dann unterschiedliche Vereine, die was uns da natürlich kulinarisch auch was bieten und das ist einfach eine Sensation. Menschen aus den umliegenden Gemeinden, aber auch zahlreiche Touristinnen und Touristen besuchen den Kirtag gerne und genießen diese einzigartige Stimmung am Gelände des Schlosses Ebenzweier. Was ist dein Ferialjob, Zuckerwattemacher? Ja, das mache ich ziemlich gerne. Am Stand ist mein Job eigentlich Zuckerwatte. Also wir essen jetzt Bratwürstel, es gibt da relativ viele andere Vereine, die haben da für andere Sachen. Was taugt Ihnen denn so am Altmünsterer Kirtag? Die Zusammengehörigkeit der Bürbi, die friedliche Jugend und wie es heute ist, die Großmütter, die Großväter mit den Enkeln. Das Fest lockt jährlich über 8000 Gäste. Und das wiederum bedeutet viel Arbeit für die ortsansässigen Vereine, die diese Veranstaltung mit viel Engagement tatkräftig mitgestalten. Die Planung beginnt circa ein halbes Jahr vorher, wo man so ein großes Event planen muss. Und man muss dazu sagen, stundenmäßig kann man es nicht definieren, aber ich glaube, dass da sicher an die 120 Leute bei uns beschäftigt sind, dass man das alles überhaupt aufstellen können. Das Besondere ist, dass Tradition hochgelebt wird. Man sieht wieder ganz viele Leute in Tracht. Es kommt wieder alles zusammen. Man sieht Leute, die man ganz Jahr lang nicht sieht. Und man hat einfach eine Gaudi und es ist gemütlich. Ist eine Tradition bei uns und vor allem der Montag, muss ich sagen, hat sich ja gerade in den letzten Jahren oder nach Corona extrem entwickelt und es ist in Altmünster schon fast ein halber Feiertag, glaube ich. Die Firmen geben die Mitarbeiter frei und ja, die kommen dann zu uns oder auch zu den Mitbewerbern und es ist super, ja. Wieder einmal waren tausende Besucherinnen und Besucher mit dabei, für klein und groß eben ein echtes traditionelles Highlight in den Sommerferien, der Kirtag in Altmünster.